Hallo und herzlich willkommen zu einem der Aktionär TV Interview. Heute hat Andreas Deutsch den Weg zu uns ins Studio gefunden. Schön, dass du da bist. Leicht lediert, aber trotzdem, du bist hier. Ja, kleiner Sportunfall, aber es hält mich nicht davon ab, die Charts hier zu analysieren. Da freuen wir uns. Und apropos Ledierung, auch die Aktie von Under Armour hat es in dieser Woche wieder zu spüren bekommen. Ja. Den Druck, wir sind deutlich gefallen, was wir auf deiner Seite des Charts hier sehen. Es gab Zahlen und vor allem der Ausblick hat enttäuscht, richtig? Ja, der Ausblick hat enttäuscht. Bei Under Armour ist es ja so, als Wachstumsmaschine an der Börse gefeiert. Jahrelang lief die Aktie ja wirklich wie am Schnürchen hoch. Und da sind die Erwartungen natürlich extrem. Aber man sieht hier auch im Laufe der letzten Monate, da wurde schon so ein bisschen an dieser Mega-Wachstumsstory gezweifelt. Nur dass insgesamt das Jahr nicht so ganz gut gelaufen ist für viele amerikanische Werte. Bei Under Armour ist es jetzt so, dass die Zahlen gut waren. Das Wachstum war auf jeden Fall ordentlich, aber man hat gesagt, in den nächsten Jahren wird man dieses Wachstum wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich nicht halten können. Plank, der Chef von Under Armour, ist halt immer noch sehr stolz darauf, was er geschafft hat. Er hat jetzt so typisch amerikanisch, so ein bisschen Elon Musk-mäßig gesagt, wir schielen weiterhin auf die Nummer 1, also die großen Ziele nicht aufgegeben. Aber man muss natürlich sagen, dass das Unternehmen jetzt natürlich sehr viel Glas, sehr viel Porzellan zerschlagen hat mit diesem Ausblick. Und die hohe Bewertung, da zeigt ja, wie viel Fantasie, wie viel Erwartungshaltung dann in so einem Unternehmen drinsteckt. Und wenn man dann in den kommenden Jahren nur noch 20% wächst, naja, dann knallt so eine Aktie dann schon mal, dann, wie man sieht, hier richtig durch die Unterstützung durch. Also die ist auch jetzt unter unseren Stoppkurs gefallen beim Aktionär. Und also schauen wir mal. Das Problem ist natürlich, das muss ich kurz noch zu Under Armour sagen, dass es ein Unternehmen ist, was angefangen hat mit Nischensportarten, es sich dann konzentriert, beziehungsweise dann etwas weitergegangen ist, dann mit einem Laufschuh, dann im Fußballbereich angegriffen hat. Under Armour sponsert den FC St. Pauli in der zweiten Bundesliga. Aber das sind natürlich Sportarten, Laufen und Fußball, die sehr lukrativ sind für die Sportartikelhersteller, aber da sind im Moment Summen bei den Sponsoringverträgen, da wird einem schwindelig. Und da ist die Frage, ob Under Armour dann da mithalten kann und mithalten will. Plank hat das ja auch mal gesagt, er will nicht den Adidas-Weg gehen, dieses Mega-Marketing, was Adidas fährt, 2 Milliarden Euro Marketing im Jahr, das ist eine Hausnummer. Und ich meine, Chelsea, Real Madrid, das sind alles so Kategorien um die 100 Millionen Euro im Jahr, Sponsoring. Und naja, Under Armour mit dem St. Pauli-Deal, St. Paulis letzter der zweiten Liga, das ist dann wieder so diese Nische. Und die Frage ist, ob das reicht, ob das wirklich dann dieser große Einstieg in den Fußballmarkt dann sein kann oder ob Adidas, Nike weiter unter sich ausmachen werden. Schauen wir mal. Wird schwer, da wirklich die Nummer 1 der Branche zu werden. Die Pläne von Blank sehr ambitioniert. Wir schauen auf Adidas, hast du gerade schon angesprochen. Wurde die Aktie mit in Mitleidenschaft gezogen durch den Verlust von Under Armour? Ja, da ist natürlich jetzt die Frage bei Adidas. Also erstens ist die Aktie gut gestiegen. Hier hatten wir sie empfohlen. Dann haben wir hier diesen Aufwärtstrend hier, der ja nochmal hier an Dynamik gewonnen hat, beziehungsweise hier dieser Bereich. Ist jetzt charttechnisch schon etwas angeschlagen. Das kommt daher, weil Under Armour ja gesagt hat, der amerikanische Bekleidungsmarkt, der könnte ein bisschen schwächer werden in den kommenden Monaten und Jahren. Naja, gut, und bei Adidas ist die Erwartungshaltung auch sehr groß. Wir haben ja auch ein relativ hohes KGV. Die Marke ist angesagt in Amerika. Die Frage ist wirklich nur, ob jetzt langsam so dann dieses Fable für Sportmode dann etwas zurückgeht. Und das würde natürlich bei Adidas auch voll ins Konto schlagen. Und wie gesagt, also wenn eine Aktie so hoch bewertet ist, die Erwartungshaltung so hoch ist wie bei Adidas, dann reicht natürlich schon so ein kleiner Piekser, um dann mal die Luft rauszulassen. Und das hat man jetzt hier gesehen. Noch ist die 200-Tage-Linie hier weg, gutes Stück weg. Aber man muss die Aktie natürlich beobachten. Also wir haben sie ja ständig auf der Watchlist gucken. Wir haben den Stopp bei 135 Euro. Da ist es auch noch ein gutes Stück hin. Und man wird jetzt sehen, ob das eine Under Armour-Schwäche ist oder ob Plank recht hat und das die ganze Branche dann in Mitleidenschaft zieht. Also wie gesagt, abwarten hier. Auf keinen Fall Panik, nicht verkaufen,
dabei bleiben. Okay, apropos ganze Branche. Wir schauen natürlich dann jetzt auch noch auf Nike, um das Ganze rund zu machen. Hat man auch hier verloren nach den Zahlen von Under Armour? Etwas haben alle verloren. Nike hat sich dann wieder etwas bewegt. Die Aktie ist ja schon arg gebeutelt gewesen, wenn man sich jetzt den Kursverlauf ansieht. Das ist ja ein lupenreiner Abwärtstrend, die hier noch absolut intakt ist. Die 200-Tage-Linie hier schon ein gutes Stück weg. Die Aktie ist im Moment dabei, einen Boden zu bilden. Es gibt ja Hoffnung, dass hier gute Produkte in den kommenden Monaten an den Start gehen bei Nike. Also im Moment ist es so, Nike ist nach wie vor die klare Nummer 1 auch in Amerika, dem wichtigsten Sportmarkt der Welt. Adidas holt auf, aber da ist immerhin noch eine große Lücke, die da klafft. Under Armour ist jetzt vielleicht so ein bisschen dabei, den Anschluss zu verlieren. Das muss man mal schauen. Wenn es Nike gelingt, Adidas hier wieder mit tollen Produkten, die sehr sportlich sind, die sehr modisch sind, anzugreifen, dann wird das wieder da sehr spannend werden. Also hier ist sehr viel Negatives im Kurs eingepreist. Wir haben das im Moment als Halteposition und das würde ich jetzt auch ungern ändern. Wir schauen auf eine ganz andere Branche. Starbucks, da hast du ja zuletzt immer wieder die starke Konkurrenz angesprochen, die der Konzern eben auch hat. Ja. Wie soll man sich denn momentan verhalten als Anleger bei der Aktie? Ja, also es ist eigentlich eine gute Chance für Trader, weil die Aktie hier einen Boden ausgebildet hat, hier auf der Unterstützungslinie im Bereich 48 Euro. Im Dollar sieht man es noch besser, der Kurs wird ja da wirklich in Dollar gemacht, gedreht hat. Und na klar, also auf jeden Fall ist diese Konkurrenzsituation in Amerika groß. Dunkin' Donuts, McDonald's, das zeigt ja auch, dass dieses Kaffeegeschäft nicht so dieser tiefe Burggraben ist, den Buffett ja immer haben will. Also da kann man dann auch mal mit einer coolen Geschäftsidee, mit einer coolen Idee kommen, wie man die Cafés einfach lockerer hat, dass man die Jugendlichen oder die jungen Leute dann auch besser reinholen kann. Einfach dann mal Starbucks angreifen. Dunkin' Donuts ist hier arg im Vormarsch oder McCafé von McDonald's. Das ist auch nett, da kann man auch sehr gut Kaffee trinken. Die Donuts sind auch okay oder der Kuchen. Und naja, also Starbucks will jetzt in China massiv angreifen, die Zahl der Filialen da verdoppeln. China, ja, der am stärksten wachsende Kaffeemarkt auf der Welt. Schauen wir mal, ob es hier die Aktie dann mal so nachhaltig ein Stück antreiben kann, weil diese China-Fantasie ist ja bei Starbucks schon sehr lange präsent, aber irgendwie fehlt mir da noch so ein bisschen Fleisch, wie man so schön sagt in Amerika, dass man hier von Schulz dann mal hört, wie er den amerikanischen Markt dann nochmal stärker aufmischen will. Naja, also wie gesagt, im Moment hier so ein bisschen wenig Kursfantasie, aber schöne Chance für Trader, wenn hier die 200-Tage-Linie fällt. Naja, dann hat die Aktie auf jeden Fall immer Potenzial. Aber für konservative Langfristanleger würde ich im Moment nichts machen. Die nächsten zwei Werte sind Mastercard und Visa, die du uns mitgebracht hast. Wir starten mit Mastercard. Man kooperiert ja jetzt auch mit Google. Bringt das neue Fantasie mit sich? Auf jeden Fall. Also Visa, viel Fantasie. Die Zahlen waren jetzt am Montag da. Zahlen waren okay. Der Ausblick hat jetzt nicht so ganz überzeugt. Vielleicht ein bisschen konservativ. Man erwartet hier ein Gewinnwachstum von knapp 15%. Die Analysten hat ja 19% erwartet für 2017. Das ist natürlich jammern auf hohem Niveau und das ermöglicht natürlich dann wieder Überraschungspotenzial, wenn es dann wirklich gut werden sollte. Aber Visa schauen wir uns ja nächstes an. Mastercard ist am Freitag dran. Da bin ich auch mal gespannt auf den Ausblick. Die Zahlen dürften meiner Meinung nach okay werden, weil Visa und American Express ja hier wirklich nicht enttäuscht haben. Schauen wir uns den Chart kurz an. Also wir haben hier immer noch, das ist ja immer dieses Thema, immer der Kampf um das Allzeithoch. Und naja, ich denke mal, wenn der Markt dann jetzt wirklich mal so einen Schritt nach vorne geht, dann wird auch Mastercard hier auf jeden Fall mitgehen. Visa, hast du schon die Zahlen angesprochen? Genau. Auch hier vielleicht noch ein Wort zur Aktie? Naja, wir haben hier eigentlich die gleiche Chartsituation oder eine ähnliche Chartsituation wie bei Mastercard. Das ist ja auch das absolut identische Geschäftsmodell. Das ist ein bisschen krumm geworden, aber egal. Die Aktie weiter über der 200-Tage-Linie, dann hier der Kampf um das Allzeithoch und also charttechnisch ist das wirklich ziemlich gut. Es ist ein Dauwert, es ist solide, relativ hoch bewertet, aber das war Visa immer. Noch ist der Kreditkartenmarkt ja hier fest in der Hand von Visa und Mastercard, auch wenn hier wahrscheinlich Apple dann irgendwann mal richtig Gas geben wird. Aber im Moment braucht man auf jeden Fall Visa und Mastercard noch, Apple braucht sie auch. Und deswegen würde ich jetzt hier ungern meine positive Meinung ändern.
Als letzten Wert schauen wir noch auf Disney. Twitter hat ja immer noch keinen Käufer gefunden. Jetzt zuletzt hieß es vielleicht wieder, vielleicht da doch Disney-Interesse. Könnte da jetzt was dran sein? Gibt es Neuigkeiten? Also der Kollege Weiß hat ja getwittert, täglich grüßt das Murmeltier. Ja, schauen wir mal. Also ich kann das nicht beurteilen. Das ist natürlich jetzt, ja, was soll man dazu sagen? Das sind Spekulationen. Ja, absolut. Ich meine, Disney ist sowieso interessant. Ich finde die Aktie stark überverkauft und naja, wir schauen uns das ja hier mal an. Also die Bodenbildung, die scheint ja jetzt bald abgeschlossen zu sein. Die Aktie nimmt Kurs auf die 200-Tage-Linie und sieht also jetzt wirklich charttechnisch deutlich besser aus. Und diese Twitter-Fantasie oder Netflix-Fantasie oder wie auch immer, das zeigt ja eigentlich nur, dass Disney gerade dabei ist, diesen Online-Vertriebsweg für seinen wirklich hochwertigen Content. Also wir haben ja Sport bei ESPN. Wir haben eine unfassbare Filmdatenbank, gerade aber der Sportbereich, der schreit eigentlich dazu, noch besser übertragen zu werden. Und da bietet das Internet natürlich viel mehr Flexibilität als die klassischen Fernsehsender oder das Fernsehgeschäft. Und ich denke mal, hier wird man hier noch einiges in den kommenden Jahren von Disney Positives hören. Da geht man neue Wege, bloß ganz genau welche Wege, das ist anscheinend noch nicht so ganz raus. Wenn wir sehen, ob es eine Übernahme gibt oder nicht, vielleicht sind wir beim nächsten Mal schon schlauer. Disney macht selber was, baut eine große Plattform aus, dürfte jetzt auch nicht so das Riesenproblem sein für den großen Konzern. Vielleicht gibt es dann bis zum nächsten Mal Neuigkeiten. Dankeschön für heute, Andreas Deutsch. Danke auch Ihnen, bis zum nächsten Mal.